Hallo, herzlich willkommen bei Andreas Dienbacher, Personal Trainer aus Karlsruhe. Heute zum Thema zwei Wege. Zwei Wege, zwei Wege. Was meint er mit zwei Wegen? Ganz einfach. Ihr kennt sie alle, ich kenne sie. Und zwar, es gibt Menschen, schlanke Menschen, die können essen, was sie wollen. Die nehmen nicht zu. Es gibt Menschen, die essen nur geringfügig ein bisschen zu viel, essen oft auch noch das Falsche und schon geht das Gewicht nach oben und schon haben wir ein Dilemma, das fängt in früher Kindheit an und dieser rote Faden zieht sich durchs ganze Leben. Der Weg ist vorprogrammiert, den kann man ganz einfach locker dahin trudeln, man muss nichts tun dafür, man wird an sein Ziel kommen, dieses Ziel ist für die meisten Menschen nicht schmackhaft. Ich spreche jetzt mit diesem Videoclip keine Menschen an, die sagen, mir völlig wurscht, wie ich aussehe, mir völlig egal, ob ich 50 Kilo oder 20 Kilo Übergewicht habe, ich fühle mich wohl damit. Kein Problem, ihr dürft gerne so weitermachen. Aber ich spreche die Menschen an, die sagen, nein, ich möchte diesen Weg nicht weitergehen. Ihr habt eine Chance, ihr habt alle eine Chance. Und zwar die Chance, lasst ihr euch immer wieder durch die Lappen gehen. Und zwar sind zwei Wege. Ihr kommt eine Kreuzung. Der rechte Weg ist der instinktive, vorprogrammierte Weg. Den werdet ihr sowieso lang gehen. Da werdet ihr ohne irgendwas dafür zu tun, werdet ihr genau da am Ende ankommen. Und dieser Weg ist bei den meisten nicht attraktiv. Das hat mit der Vitalität was zu tun. Das hat damit zu tun, dass die Optik nicht passt. Das hat damit zu tun, dass man nicht viele Dinge nicht machen kann, die man gerne machen möchte. So, also, dieser Weg gibt's. Der ist total easy. Der läuft von ganz alleine. Und dann gibt es an dieser Kreuzung den linken Weg. Ihr könnt euch entscheiden, diesen Weg zu gehen. Ihr müsst dafür Verantwortung übernehmen. Über euer Ernährungsverhalten und über euer Bewegungsverhalten. So einfach ist das. Ihr müsst nur Verantwortung übernehmen. Ihr müsst euch nicht diesen Weg, diesen rechten Weg ergeben. Müsst ihr nicht. Ihr habt die Chance, zu sagen, nein, ich nehme den anderen Weg, ich entscheide mich dafür, für ein vitales, gesundes Leben, Schlusspunkt. Könnt ihr. Und wenn ihr soweit seid und diesen Weg einschlagen wollt und nicht wisst, wie es funktioniert, dann kommt Mr. T. Der kann euch weiterhelfen und zwar einfach regelmäßig meinen Kanal anschauen bzw. meinen Kanal abonnieren bei YouTube. Und in meiner Fanseite bei Facebook nachgucken. Ihr bekommt jede Woche mindestens 1, 2, 3 Tipps, wie das am besten funktioniert. Und schon habt ihr den linken Weg, klar ein bisschen gegen Strom schwimmen, aber da kommt ihr dorthin, wo ihr hin wollt, nicht wo es vorprogrammiert ist. Das war's schon. Andreas Dienbacher, Personal Trainer aus Karlsruhe zum Thema Ich schlage den richtigen Weg ein. Und wer hilft dabei? Mr. T. Bis dahin, macht's gut.